Ich habe heute was für euch, wie ihr ChatGPT im Arbeitsalltag ganz anders benutzen könnt, als die meisten Menschen das offensichtlich tun. Und ich erkläre euch diese Methode in wenigen Minuten und erkläre euch, warum sie so stark ist. Und am Ende des Videos geht ihr raus und habt eine völlig neue Perspektive, KI zu benutzen, ChatGPT einzusetzen und auf euren Arbeitstag und wie ihr arbeitet. Wie ich gerade schon gesagt habe, hier geht es jetzt nicht unbedingt darum, viel, viel Zeit zu sparen. Aber es geht darum, eine andere Perspektive auf die Arbeit zu bekommen. Und wovon ich spreche ist, ihr dreht einmal um, was ihr mit ChatGPT macht. Die meisten Menschen machen den Fehler und sagen, hey ChatGPT, schreib mir eine Zusammenfassung zu diesem Meeting, nenn mir die wichtigsten Punkte, wiederhol nochmal, was ich gesagt habe, in kürzer. Und das sind alles sehr einfache, offensichtliche Dinge. Für die braucht man keinen aufwendiges Large Language Model, also das geht auch schon mit schnellen Modellen. Der Trick, um den es hier geht, geht eine Ebene tiefer, nämlich umgekehrt zu denken. Und warum betone ich das so sehr? Es fühlt sich für die meisten Menschen komisch an, das zu tun. Die hören das zwar, und ich mache das in jedem Training, erkläre ich das und zeige das auch. Ich werde euch gleich mal ein paar Beispiele zeigen, dass ihr das direkt einsetzen könnt. Aber es ist für die meisten so, hä, warum sollte eine KI das besser können, als ich das kann? Aber das ist das Spannende. Ihr habt halt plötzlich jemanden an der Seite, der als neutrale Instanz, und ich weiß, nicht komplett neutral, aber sehr viel neutraler, als ihr das seid oder sein könnt, zusätzlich mithören kann, wenn ihr das natürlich dürft. So, damit ihr das auch direkt in eurem Arbeitsalltag einsetzen könnt, habe ich drei Beispiele für euch, die ihr wirklich direkt umsetzen könnt, wenn ihr wollt. Und ihr könnt gerne in den Kommentaren euch darüber austauschen, was noch weitere Varianten sein könnten, weil das Prinzip ist sehr einfach und ihr werdet bestimmt noch weitere Ideen haben. Das hier gilt nur als Idee für euch. Jetzt stellt euch vor, ihr durftet ein Meeting transkribieren. Sollte ihr ehrlich gesagt ein Standard werden, weil allein die Zusammenfassung spart wahnsinnig viel Zeit. Jetzt saßt ihr eine Stunde zusammen, vielleicht vier Leute, die dabei waren, und in dem Meeting wurden diverse Aspekte diskutiert. Eine Zusammenfassung habt ihr in 30 Sekunden fertig. Ihr gebt einen Prompt rein, Ende. Easy. Interessanter wird es aber, wenn ihr sagt, naja, es ging in diesem Meeting um mehr. Es hat ja ganz viel zwischenmenschliche Aspekte, verschiedene Perspektiven, Seiten und Ideen. Das heißt, wenn ihr diesen Prompt anreichert mit wer saß dabei und vielleicht die Frage stellt, hey, also irgendwas hatten wir hier noch so zwischen den Zeilen, und ihr diesen Prompt formuliert, bekommt ihr eine, und das ist der entscheidende Punkt, nicht nur Zusammenfassung, sondern völlig neue Perspektive auf das, was ihr da besprochen habt. Und mir hilft das dabei, zwischenmenschlich besser zusammenzuarbeiten und häufig noch auf Sachen zu kommen, die wir vielleicht nicht offen angesprochen haben. Weitere Ideen, die dazukommen, die vielleicht aus diesem Meeting rauspurzeln. Und wenn ihr denkt, wieso weiß ChatGPT denn was, was ich nicht weiß? Das Ding ist nicht schlauer. Das Ding ist aber so schlau, wie der Prompt, den ihr reingebt. Ich nehme jetzt ein echtes Transkript, was wir vor, ich glaube, einem Jahr genommen haben, als wir diskutiert haben, welche YouTube-Strategie wir fahren wollen. Und das ist etwas, das kann ich teilen, es ist rein intern und es ist eine offene Diskussion. Insofern würde ich das als Beispiel nehmen. Und wir haben bestimmte Themen nicht angesprochen, die kritisch sind, das weiß ich. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt gleich rauskommt. Nachfolgend findest du ein Transkript von einem Meeting, was wir gemacht haben zum Thema YouTube-Strategie. Wir haben hier viel diskutiert, wir saßen bei uns im Media-Team zusammen. Und ich möchte, dass du mir zum einmal die wichtigsten Punkte runterschreibst, die wir in diesem Meeting diskutiert haben, damit ich sie danach nochmal teilen kann. Und dann möchte ich, dass du mir klar auflistest, als stiller Beobachter, was du noch zwischen den Zeilen liest. Die verschiedenen Teilnehmer in dem Meeting, wo ich selber auch dabei war, haben unterschiedliche Perspektiven drauf. Und ich würde gerne einmal von dir als neutraler Beobachter hören, ob du noch irgendwas raushörst, was wir vielleicht zusätzlich nochmal im Detail besprechen sollten. Hier kommt jetzt das Transkript. Also hier ist jetzt tatsächlich spannend, ne? Jetzt kommt der erste Punkt zwischen den Zeilen. Diskussion Deutsch-Englisch, die haben wir offensichtlich geführt. Aber es gibt spürbare Unterschiede und Unsicherheit und unterschiedliche Meinungen, ob langfristig Deutsch oder Englisch die bessere Strategie ist. Die aktuelle Entscheidung für Deutsch wirkt pragmatisch, aber nicht endgültig. Und das ist tatsächlich nochmal ein Punkt. Ich weiß das, ich fühle das selber und denke so, ach, was machen wir? Allein, dass es jetzt hier an Stelle 1 steht, denke ich so, wir müssen das diskutieren. Wir müssen das im Blick haben, wir müssen uns gut überlegen, warum wir jetzt Deutsch machen. Und durch die tolle Resonanz von euch und die viele Diskussionen und so weiter, ist das eher eine Bestätigung dafür, dass es richtig ist. Aber es war zu dem Zeitpunkt eine Diskussion. Zweiter Punkt, unterschiedliche Prioritäten im Team. Okay, leichte Spannung. Dritter Punkt, jetzt kommt was Interessantes. Hoher Arbeitsaufwand. Die Planung von 30 Wochen Content, insbesondere mit einer regelmäßigen Help-Videofrequenz, könnte zu einer Überlastung führen. Das wurde zwar nicht offen angesprochen, aber die Diskussion über Rhythmus,
deuten darauf hin, dass die Ressourcen knapp sein könnten. Und es stimmt, wir hatten die Diskussion, ich habe die immer so ein bisschen weggeschoben, ich bin so Typ, okay, let's make it work. Aber das Team hat deutlich geäußert, wir müssen da was ändern. Und wir machen das mit weniger Ressourcen intern. Das heißt, wir müssen uns gut überlegen, wie wir die gut einsetzen. Und ich finde es super wichtig, das hier nochmal neutral gespiegelt zu bekommen. Noch zwei weitere Punkte, die interessant sind. Die brauchen wir jetzt hier aber nicht diskutieren. Und dann kommt noch eine Teamdynamik, Punkt 7. Zwischen den Teilnehmern gibt es eine gewisse Diskrepanz in den Präferenzen und der Begeisterung für bestimmte Themen. Das könnte in Zukunft zu Missverständnissen oder Prioritätskonflikten führen, wenn nicht klar definiert wird, wer welche Entscheidungen trifft. Und das stimmt, wir sind alle sehr stark im Kreativen und diskutieren das. Das heißt, das finde ich nicht schlimm. Wir müssen aber einen Modus finden, dass wir die Stärken der einzelnen Teilnehmer nutzen. Das haben wir heute Morgen in der Meeting gemerkt. Und das einfach mal auf den Tisch gelegt zu bekommen, hilft total, sich im Team dann besser darüber auszutauschen und verständlich zu machen. Also ich finde es deutlich besser, weil auch jetzt ganz am Ende ist nochmal eine Zusammenfassung genau dieser vier Punkte, die ich gerade hervorgehoben habe, die besonders hervorstechen zwischen den Zeilen. Und das ist was ganz anderes, als einfach nur zu sagen, ihr habt darüber gesprochen und das sind die To-Dos und das muss gemacht werden. Das ist Meeting-Standard und das ist in 30 Sekunden erledigt. Das hier hilft jetzt eher, wie wir im Team zusammenarbeiten und miteinander kommunizieren. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, das ist das, was wirklich Geschwindigkeit in ein Team reinbringt. Es gibt super viele Spezial-KIs, die mit reinhören können, die Feedback geben und so weiter. Aber ihr habt mit dem ganz normalen ChatGPT einen Coach in der Hosentasche und immer dabei. Immer, 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 immer. Ihr fragt den Kunden, darf ich das Gespräch transkribieren? Die meisten sagen aus meiner Erfahrung sowieso ja, weil sie auch wollen, dass man am Ende schneller zusammenfasst. Und dann sagt ihr, hey, hier ist ein Gespräch mit einem Kunden. Wir haben über diverse Herausforderungen gesprochen und ich will meinem Kunden zeigen, ich habe ihn wirklich gut verstanden. Jetzt nennen wir mal alle Herausforderungen, über die wir gesprochen haben und auch die Herausforderungen, über die wir nicht gesprochen haben. Du darfst dir nichts ausdenken, sondern du musst es zwischen den Zeilen gehört haben und mir auch begründen oder aufzeigen. Und dann bekommt ihr eine Liste nicht nur von den Herausforderungen und der normalen Zusammenfassung, das ist alles ein Standard, sondern ihr bekommt ganz klare Punkte, wo ChatGPT sagt, ich habe das hier gehört und ich glaube, das könnte eine zusätzliche Herausforderung sein. Und das Spannende ist, ich nehme nicht alle davon, logischerweise nicht, aber ich finde mindestens ein, zwei weitere Herausforderungen, von denen ich sage, spannend, die habe ich so offensichtlich nicht gehört oder ich habe sie überhört, wir haben nicht drüber gesprochen und ich nutze die in der E-Mail auch nochmal danach. Und das Geile ist, dann ist es nicht einfach nur eine Wiedergabe des Gesprächs, wenn ich eine Follow-up-Mail schicke, sondern ich schicke schon einen echten Mehrwert mit und sage, guck mal, ich habe mir zusätzlich nochmal Gedanken gemacht, könnte das hier auch ein Thema sein? Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sehr, sehr, sehr häufig, ich bin ja offen und sage, ich nutze KI, um das zu tun, dann zurückbekommt, ja krass, stimmt, hätten wir eigentlich drüber sprechen müssen, aber habe ich nicht dran gedacht. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über ein Subscribe, einen kurzen Kommentar und die Videos sind extra so gebaut, dass man sie gut teilen kann. Insofern macht das auch in der Firma, denn arbeiten mehr Leute so wie ihr. Es sollte ja kein Geheimnis bleiben. Jetzt geht's weiter. So, ich kann jetzt kein echtes Gespräch nehmen, weil die, anders jetzt als bei dem Meeting, was wir intern gemacht haben, sind die Sales-Gespräche natürlich mit Kunden. Und wenn ich im One-on-One frage, kann ich ein Transkript aufnehmen, dann möchte ich das nicht hier auf YouTube teilen, auch nicht anonymisiert, dafür ist es zu individuell. Ich zeige euch jetzt trotzdem den Prompt, den ich verwenden würde. Und wichtig, ich spreche das rein, das habt ihr schon gemerkt, das habe ich auch mal empfohlen. Warum? Einfach, weil diese Nuancen so wichtig sind, sie reinzugeben. Ich verwende auch ganz normal GPT-4. Omni dafür, man könnte auch O1 Preview verwenden, kriegt dann vielleicht ein bisschen andere Ergebnisse. Da spielt einfach mal mit rum, was besser ist und wie viel ihr zur Verfügung habt. Also, nachfolgender Text ist das Transkript von einem Sales-Gespräch. Wir hatten hier einen Kunden, der neu bei uns tatsächlich ist, der kennt uns noch nicht, also ist noch kein Kunde, ist ein potenzieller Kunde und wir haben so gut eine halbe Stunde gesprochen und mir wäre wichtig, dass du einmal sauber raushörst, was sind die verstandenen, die klar verstandenen Herausforderungen des Kunden. Ich möchte wirklich, dass du im Detail durchdringst, was ist seine Herausforderung und zwar nicht im Sinne von offensichtlich, weil es mit Blackboard zu tun hat, sondern was ist die Herausforderung des Kunden und tu mir einen Gefallen. Ergänze Herausforderungen, die du zwischen den Punkten, die genannt wurden, raushörst. Das heißt, Dinge, die vielleicht nicht so offensichtlich diskutiert wurden, sondern die noch dazugekommen sind. Das waren jetzt so knapp 50 Sekunden Prompt und ich habe jetzt nicht die Zusammenfassung mit reingepackt. Ich wollte jetzt erstmal nur die Herausforderung haben, um zu gucken, hat ChatGPT das alles sauber verstanden? Und was ich dann bekomme, ich kann euch mal ein paar Beispiele geben, sind typischerweise A, die Herausforderungen, die wir offen schon diskutiert haben, die aber auf den Punkt formuliert wurden,
um sie im Follow-up zu verwenden. Und dann kommen meistens 3, 4, 5 weitere Punkte. Und von denen verwende ich mindestens 1 bis 2 noch dazu. Also ich überlege mir gut, mit welchen arbeite ich weiter. Und das gebe ich dann auch als nächstes Feedback in den Prompt mit rein, bevor ich dann die Zusammenfassung generieren lasse. Ich verwende diese Herausforderung dann in der Einleitung der E-Mail, die ich dann schicke. Und diese E-Mail ist dann eben nicht nur ein, hier ist unser Gespräch nochmal zusammengefasst, sondern die E-Mail ist dann ein wirklich, das habe ich von dir verstanden. Ist es das, was wirklich die Kernherausforderung ist? Und dann kann mein Kunde, mein Gegenüber sagen, yes, on point. Oder nee, ich sehe da noch was anders. Oder nee, das ist falsch verstanden. Und das ist für mich ein deutlich produktiverer Dialog und auch mehr Verständnis füreinander. Auch hier sage ich wieder, das ersetzt nicht die KI, sondern die KI ergänzt das und es macht eine neue Perspektive auf. Und jetzt kommt noch eins, das tut den meisten Menschen einfach sehr weh, deswegen benutzen sie es nicht. Das habe ich schon vor 2 Jahren geteilt und ganz viele, die prompten, haben auch gesagt, musste machen, kritisiere mich eigentlich. Und ich würde es eher Zwiegespräch nennen. Also, was ist es? Ihr habt eine Idee entwickelt, vielleicht auch mit ChatGPT und habt gesagt, hey, hier ist eine Idee für ein YouTube-Video, hier ist ein Konzept, hier ist eine E-Mail, was auch immer. Und diese Art von Zwiegespräch zwischen euch und der KI sorgt dafür, dass ihr etwas, was ihr super findet, man sagt im Design auch kill your darlings, also ihr habt eine Idee und ihr findet die mega und ihr guckt drauf und durch dieses Verhalten lernt ihr mehr und mehr eure Sachen nochmal anzuschauen und zu sagen, ich gucke mir das jetzt nochmal aus einer anderen Perspektive an. Also ihr geht hin und sagt, lies es jetzt nochmal durch unter den und den Aspekten. Jetzt habe ich etwas, das kann ich euch nicht im Wortlaut Wort für Wort teilen, aber ich zeige euch zumindest, wie ich es vom Prinzip her mache. Ich habe momentan, das ist immer so Jahresende, das Thema, was ist die strategische Ausrichtung, wo bewegen wir uns weiterhin als Unternehmen. Strategic Alignment nenne ich das. Und das Coole ist, seit ChatGPT habe ich einen Sparringspartner, mit dem ich das mache. Das heißt, ich erarbeite Ideen, ich recherchiere, packe die rein, sammle das Konzept und verliebe mich immer mehr in dieses tolle Konzept, was ich da gebaut habe. Und jetzt kommt der eine Moment, der ein bisschen wehtut. Meistens arbeite ich in 4O beim Brainstorm. Und jetzt nehme ich, ihr seht, wie lang das ist. Wie gesagt, die Details kann ich nicht teilen, aber das ist jetzt mal das gesamte Konzept, was wir erarbeitet haben, das Strategic Alignment. Ich mache einen neuen Chat auf in O1 Preview. Denn O1 Preview ist das Modell, was dazu da ist, strukturierter über etwas nachzudenken. Das heißt, das Konzept, was wir in dem einen Modell erarbeitet haben, lasse ich in dem anderen Modell, was länger nachdenken kann, hinterfragen. Denn es geht mir jetzt gerade konkret um eine Frage im Zwiegespräch. Das ist ein Konzept zum Strategic Alignment meines Unternehmens für das kommende Jahr. Ich möchte, dass du dir kritisch einmal alles durchliest, ganz genau, Wort für Wort, die ganzen Zusammenhänge, wie es funktioniert. Und ich möchte, dass du mir die eine Kernschwachstelle dieses Strategic Alignments aufzeigst. Als wenn du mit 40 Jahren Erfahrung als Berater, erfahrener Experte in der Branche drüber guckst und sagst, hier ist der eine Punkt, den solltest du dir mal anschauen, aus folgenden Gründen. Das ist der Prompt, 35 Sekunden. Wie gesagt, ich kann euch nicht alles teilen, bin aber mal gespannt, ob ich euch das teilen kann, was jetzt bei rauskommt. Und jetzt sieht man auf jeden Fall Denkvorgang. Und ihr seht schon, das ist das Spannende. Je länger das Modell denken kann, das weiß man mittlerweile, desto stärker sind die Ergebnisse. Ich erwarte jetzt sehr viel tatsächlich, weil das ist jetzt schon ganz schön lang. Als erfahrener Berater mit 40 Jahren in der Branche habe ich ihr Strategic Alignment gelesen. Ganz klar, fehlende Konkretisierung und Differenzierung im Kundennutzen. Eieiei, ich bin halt auch noch nicht fertig mit dem Ding. Abstrakte Darstellung statt spezifischer Mehrwerte, das bleibt auf einem hohen Abstraktionslevel, ist tatsächlich eine Schwachstelle, die ich auch habe, wenn ich was schreibe. Dass viele sagen, mach's einmal konkreter intern. Und der zweite Punkt, Mangel an Differenzierung. Das heißt, andere Beratungsunternehmen haben einige Punkte auch. Das heißt, das will ich besser herausarbeiten. Und die Kundenperspektive. Und das finde ich jetzt spannend, weil die 3 Punkte, die würde mir wahrscheinlich jemand spiegeln bei mir aus dem Team. Da ich das jetzt aber alleine mache, um das vorzubereiten, könnte ich jetzt die Punkte jetzt schon überarbeiten. Und jetzt nehme ich das wieder und sage, cool, gehe in das andere Modell und sage, ich habe nochmal folgende Verbesserungspunkte an meinem bisherigen Konzept. Lass uns die nochmal einarbeiten. Und das Spiel mache ich hin, her, hin, her. Und das ist das Zwiegespräch. Und damit kommt man halt auch echt weiter, als einfach nur an der Oberfläche zu bleiben. Mir fällt es natürlich deutlich leichter, wenn die KI mich hier kritisiert an der Stelle als meine geschätzten Kollegen. Okay, für mich ist diese Perspektive drehen, also den anderen Blick auf KI, der Punkt, wo ich sage, das hat jetzt nicht unbedingt was mit direkter Zeitersparnis zu tun, aber dadurch, dass ihr noch einen anderen Raum aufmacht, tut ihr etwas, meiner Meinung nach, was man vorher nicht gemacht hat. Und die Qualität der Arbeit wird dadurch deutlich besser. Also ich erlebe es auf jeden Fall, dass die wenigsten sagen, ja, ich fasse das mal schnell zusammen, sondern man kommt
ein Level höher an der Qualität. Und das finde ich eine der spannendsten Beobachtungen aus diesem Jahr vor allem, dass bei uns im Team sehr viele Leute, die es vorher nicht gemacht haben, sagen, sie benutzen das so und dadurch schon gewisse Dinge vorher stattgefunden haben. Ich hoffe, da war was für euch dabei. Falls nicht, ihr kennt das Spiel, in den Kommentaren weitere eure Beispiele teilen. Das haben wir in den letzten Monaten hier verdammt gut gemacht. Und ansonsten freue ich mich natürlich über ein Like. Teilt das Video, das ist extra so gebaut, dass man es firmenintern gut teilen kann. Und wir sehen uns hier an dieser Stelle nächste Woche zum Supercharged Sunday.